Nicht, dass ihr nichts seht. So, weg. Aber jetzt können wir dann definitiv mit dem Feld mal anfangen. So. Wie hoch geht's hier noch? Oh, nicht mehr so arg. Ich höre aber immer noch massenhaft Zombies. So. Ah, massenhaft Zombies, der eine hier. So, ich sichere mir meine EP-Kügelchen. Ja, genau. Oh, du Spasti. Fällt hier runter. Oh, meine EP-Kügelchen sind wieder für den Arsch. Ah, könnte ich durchdrehen. Ah. Naja, ich kann ja noch nicht so mutig kämpfen. Ohne Rüstung, ohne alles. War ich da drüben nicht? Wieso ist da so viel Kohle? Ich drehe am Rad. Muss ich direkt wieder runter und die Kohle da einsammeln? Ah, da ist eh schon die Decke. Also sind wir eh schon gut und hübsch am Ende. So. So, jetzt gehe ich da runter, hol mir die Kohle noch. Dann geht's mal wieder ab an die Oberfläche. Kurzzeitig. Ich habe natürlich wieder vor, noch mehr Erkundungen zu machen. Um endlich mal aus dem Quark hier zu kommen. Achso, hier ist mein Übergang. Und der Soundtrack ist auch cool von Alan Wake. Ich habe immer nur den 1er-Track gehört von mir. Der klang immer so tröge. Jetzt mache ich mal hier erstmal alles Klärchen. So, Schaufelchen. Klärchen, Schaufelchen. Was ist denn jetzt mit mir los? Habe ich jetzt geistigen Dünnschiss? So, weg mit dem und weg mit dem. Ich bin heute irgendwie so langweilig. Ich weiß nicht, was ich reden soll. Gut, Alan Wake. Habe ich ein bisschen gezockt? Bei dem Kumpel von mir. Fand ich jetzt nicht so, aber hatte was. Mal was anderes. Ich fand's halt doof mit den Buchseiten, wusste im Prinzip schon vorher lesen konntest, was passieren wird. Es war ein bisschen, naja, suboptimal. Hast dich irgendwie schon mal drauf vorbereiten können. So seelisch und geistig. Da ist der Schreckmoment ein bisschen weg. Ist ein bisschen doof gelöst. Er ist zwar Schriftsteller, aber das hat mir irgendwie gar nicht gefallen. Weil man will ja nicht die Story vorher schon verraten kriegen, bevor es passiert, oder? Ah, die EP-Kügelchen leben noch. So. Deswegen fand ich Alan Wake eigentlich nicht so klasse. Ja. Gut, vielleicht wenn ich es länger gespielt hätte, wäre ich vielleicht besser reingekommen. Hätte es mir mehr Spaß gemacht. Aber was soll's. So. Jetzt nehme ich hier das ganze Zeug wieder aus der Kiste. Mach mir hier die Taschen voll. Nehme ich die Kiste auch gleich mit. Bruchanimation? Ich hätte gemeint, die Kiste hat auch eine Bruchanimation. Ach, egal.
Ich wundere mich über gar nichts. So. So tief habe ich mich gar nicht buddeln müssen für das monumentale Loch hier. Oh oh. Ein Enderman. Ein Entenman. Wo hast du den Block her? Alter, der macht ja gut Damage. Wo ist er denn? Ach, scheiß drauf. So, es wird eh schon wieder Tag. So, da la. Haben wir das auch mal soweit? Haben wir die erste Erkundungstour schon geschafft? Wir haben Erfolge. Wir haben das gefunden, was wir brauchen. Gleich einmal. Das ist auch cool. Sofort ein Dungeon gefunden. Hammermäßig. Und die Kiste. Die Kiste. Ach ja. Da kommen sie rein. Da sind ja auch schon welche. So, zwei Kisten. Die verballert man hier gleich mal. So. Bam, bam. Dann mache ich hier mal Kohle rein. So. Hier kommen die Metalle rein. Ach ja, könnte ich gleich schmelzen. Metalle und Metallgegenstände kommen hier rein. Und schön, dass mein Haus undicht ist. So. Doof. Doof, 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 doof. Eisenohren. Jetzt habe ich die ganze Kohle weggelegt, ich Depp. Ein Zombie. Ja, genau, ein Zombie. Komm her hier. Stirb, böser Wicht. Okay. Ist nicht gerade hell geworden eigentlich? Wieso rennen hier dann die ganzen Viechers rum? So. Bin ich aber jetzt gerade ein bisschen suboptimal. So viele Creepers. Verpiss dich! Ich muss weg hier. Flüchten. Ja, genau. Auf meinem Rückzugsort steht auch ein Creeper. Komm runter hier. Oder auch nicht. Ja, jetzt kommt er. Jetzt. Fuck. Aber schöner Ton bei der Explosion, muss man zugeben. Schöner Basston. So, ich geh mal lieber hier rein. Und mach hier dicht. Und schlaf eine Runde und trink nochmal von meinem Tee. So. Es regnet nicht mehr, die Umgebung brennt. So. Verreck, Zombie, verreck. Na, sind wir eh gleich Level 4. Oh, Creeper ohne Ende. Ich glaube, ich mache hier mal gleich das Loch hier dicht. Was geht denn hier gerade ab? Wieso kein Lied? Hier, so, weiter, danke. Ups. Diese Stille hat mich ein bisschen bedrückt. Oh, ich müsste was essen. Sonst ist der nächste Creeper mein Tod. Ups. Gut, dass er ein Stück weggestanden ist, weil das hätte ich sonst... definitiv nicht überlebt. So, weg, weg, weg.
Ah, schöne 8-Bit-Musik wieder. Finde ich immer toll. Nostalgie pur. Wir dürfen dann echt mal anfangen, Schafe zu scheren. Rennt da immer noch so ein Penis rum? Tatsache. Komm, Penis, ich hau dich mal. Danke für deine EP. So. Ich habe 3 Eimer, ich brauche Wasser. So. Dann machen wir hier mal das Fältchen weiter. Können wir ja. So. 3 Eimerchen dürften voll reichen. So. Dass ich hier mal das Feld bestücken kann. Ja, ich muss echt mal hier Rasen mähen. So. So, dann müsste das unendliches Wasser sein. Das Auffüllen immer, das dauert am längsten. Das kann man nicht so schön fortan machen. So. So, so, so. So, dann machen wir hier auch mal gleich. So, so. So, so, so. Machen wir eh gleich das Fältchen. Fertig. Nein. Zap. Zap. So, da muss doch noch was rein. Da muss rein. Da muss rein. So. Machen wir sie gleich. So. Und bauen wir noch ein paar Fences. Die Eimer kommen fürs erste Mal hier rein. So. Workbench. Ein Crafting Table. Wo wir uns was craften können. So. Stickies. So. Nein, um ein Stick reicht's nicht. Ist ja auch cool. So. Dann machen wir hier mal so. So. Stört mich die Scheiße auch nicht mehr. Ja, reicht wieder nicht. Du kommst auch weg. So. Mich stört das hohe Gras einfach ein bisschen. So. Dann habe ich das soweit. So. Machen wir uns noch ein paar Stiggies. Zu viel Fences kann ich eh nicht bauen, weil ich brauche eh noch einiges dann. So, dürfte fürs erste reichen. Dann mache ich mir 2 Fence Gates. Ah, ich baue sie noch.